Und der Run-Effekt an. Das ist doch rot. Oh Gott. Ja, das wird schön für die Augen werden. Oh ja. Er hat's aber nicht auf, ne? Na gut, ich lasse euch mal. Jo, ja, alles klar. Ja, wird wahrscheinlich Emulator oder sowas sein. Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er erklärt auch gerade, wie er das macht. Ich habe jetzt leider den Anfang verpasst davon. Ja, das ist besser, Graustufen. Achso, ah ja gut. Oh, das sieht deutlich angenehmer aus. Ja. Virtual Boy. Ihr müsst euch auch immer vorstellen, das ist eigentlich damals als in 3D gewesen. Ja. Da, an sich. Also man erkennt schon ab und zu ein paar, also man erkennt ein paar Effekte, auch jetzt in dieser Ansicht. Besonders bei den Bosskämpfen wird man das erkennen. So, und die Zeit startet jetzt. Auswahl des Pfeils. Ja, im Prinzip ist es wie Standard-Variant. Wir hüpfen einfach durch das Level und sammeln Gold ein. Beziehungsweise besiegen Gegner. Ja, hier der Stier-Wario, den kennt man als Besitzer des Gameboy-Varios auch. Richtig. Mit seiner, also der hat jetzt gerade eine Knoblauchzehe gefressen, ja, damit er gefuttert, gegessen, wie auch immer. Jetzt damit in den Hintergrund, wir haben einen Schlüssel erhalten und mit diesem Schlüssel 100%. Okay, ich habe mich für Any% vorbereitet. Ja, okay, oh, das wird lustig werden. Na ja, gut, dann sammelt er noch ein bisschen was ein nebenbei. Also, er sammelt jetzt alle Schätze ein. Und mit dem Schlüssel können wir dieses Tor öffnen. Richtig, und eigentlich war damals alles nur rot beleuchtet, also alles, was ihr jetzt hier in Grau seht, beziehungsweise in ja, alles helle quasi, ist damals halt rot gewesen. In Rottönen. Genau. Und das ist halt auch sehr anstrengend für die Augen gewesen. Ja. Auch das hier wird nach einer Weile anstrengend für die Augen sein. Einfach weil man irgendwo merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht, das ist leicht verschwommen und so. Aber was halt in diesem Spiel gefällt, ist dieser Wechsel zwischen Hintergrund und Vordergrund. Also das haben die wirklich gut gemacht. Generell ist das halt auch ein durchaus gelungenes Spiel und wie gesagt, oder wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das einzige wirklich brauchbare Virtual Boy Spiel. Ja. Jetzt haben wir den Drachen. Gehen runter, wahrscheinlich um einen Schatz einzusammeln. Also das ist, wäre bei Any% jetzt nicht gewesen, denke ich mal. Nein. Okay. Ja, jetzt haben wir den Schatz ein. Du bist ein bisschen vor mir. Ich muss mal kurz aktualisieren hier. Ich aktualisiere mal auch. Also ich bin jetzt bei 2.5, 2.6, 2.7. Ja, kommt jetzt hin. Okay. Und Schlüssel nehmen und raus aus dem Stage. Und genau, ein Tetris-Port gab es auch dafür. Der war aber halt auch sehr schwer zu spielen. Da lagern wir unsere Schätze und unsere Münzen. Ein paar jedenfalls. Und sind in der Unterwasserwelt. Okay. Versuchen möglichst oben zu schwimmen. Da wäre eine Mütze gewesen. Interessanter Fakt. Da wird jemand nochmal drauf eingehen. Man hat ja durchgesehen, wenn wir die zwischen den Stages sind, wir können auch um unsere Münzen los. Biff, bist du noch da? Hört man mich jetzt nur nicht oder hört man Sif nicht? Eins von beiden. Oder spinnt der TS gerade komplett? Okay, da ist Sif gerade weg. Ja gut, dann übernehme ich jetzt. Ich war mir eben gerade nicht ganz sicher, wer von uns beiden jetzt gerade. Ich bin wieder da. Keine Ahnung, was das war. Und ich sehe gerade, ich habe vergessen, das Spiel zu wechseln. Ja, danke. Wollte ich dich mich auch gerade darauf hinweisen. Ich wurde nämlich auch gerade angestupst, deswegen. Okay. Nee, ich meine, viel haben wir jetzt, glaube ich, nicht verpasst. Nö. Also keine Ahnung, das ist nicht der erste Aussetzer, den TS hat bei mir.
Gut, ja, insgesamt gab es übrigens für den Virtual Boy, ich glaube 21 Spiele waren es, 20 oder 21, also sehr wenige. Unter anderem halt auch so ein Mario Brothers Klon, also nicht Super Mario Brothers, sondern durch das allererste. Ja, da haben wir jetzt eben gesehen, konnte man die Münzen hinwerfen, abspeichern. So, Bosskampf, oder Vorweg zum Bosskampf. Wir müssen halt dem Türwächter klar machen, dass er besser den Weg frei macht, indem wir halt in seine Unterseite reinspringen. Und dadurch wird jetzt die Tür geöffnet. X hat auf einmal so eine sanfte Stimme. Ja, ich glaube auch, die Kommentatoren stimmen nicht. Sorry, ich bin... Ja, es ist doch nicht schlimm. Ich bin leicht durch. Ach, was. Dann kriegt Exo jetzt halt hier 5000 neue Follower. Abschalten oder so. Ja, also wir sehen, der Boss springt halt immer wieder nach vorne. Und sobald er vorne ist, ist das der Moment, wo wir ihn verwunden können. Eskadedi. Hallo. Nächster Treffer. Und warum muss er erstmal flexen? Ja. So, den Angriffen ausweichen. Also hier sieht man auch wunderbar den 3D-Effekt. Also wenn man das Ding wirklich auf dem Kopf hat oder am Kopf vielmehr, da ist der 3D-Effekt natürlich nochmal um einiges beeindruckender, weil es da mehr oder weniger fließend alles ineinander übergeht. Hier sieht man halt im Endeffekt nur eine Bildschirmseite und dementsprechend auch nur die Hälfte der Animation. Und, also wir können diese Münzen einsammeln, müssen das aber nicht, weil ich glaube, am Ende kommt es in 100% nicht auf die Münzen an, sondern darauf, dass wir alle Schätze erhalten. Ja, zumindest mit der Grafik könnte es auch ein Gameboy-Spiel sein, das stimmt. Ja. Wie gesagt, eigentlich wäre das alles in Rot gehalten, statt in Grau, na, aber mit was immer er das spielt jetzt, damit kann man halt auch die Farbpalette abändern. Es ist so viel angenehmer. Oh, es ja. Ist so viel angenehmer. So, wir haben jetzt die Adlerkappe, mit der wir durch die Luft springen und fliegen können. Aber immer nur so für kurze Zeit, ne? Ja, aber wir springen wesentlich weiter. Ja, eben. Wir können halt für kurze Zeit dann quasi flattern. Oder schweben oder wie auch immer. Ja, erinnert mich gerade so ein bisschen an Rocket Knight Adventure, diese Bewegung. Hat sowas auch. Oder das eine Spiel, was wir bei dem Event jetzt auch schon hatten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es hieß. So, nächster Schatz. Und ignorieren dieses Item. Hamburg Fabs fragt gerade, ob der VR wieder Ingame-Zeit ist. Machen wir bitte VR, dann kann ich dir sagen. Hm? Das steht da ja auch immer. Ingame-Time. Ja. Ja, dann ist es Ingame-Zeit. Wobei, das glaube ich für Any Percent. Achso, ja, stimmt. Wir haben ja jetzt hier 100%. Ich kann ja mal kurz die entsprechenden Zeiten raussuchen. 100% Normal, ne? Nicht Expert. 100% Normal, ja. Ja, okay. Da wäre der Weltrekord Ingame-Zeit 2057 und Echtzeit wären das dann 23,9. Also sagen wir mal so, ein bisschen was über 2 Minuten. Ja. Unterschied. Also 2 Minuten. Jetzt haben wir die Drachenkappe. Und die nutzen wir auch, um den nächsten Schatz zu holen. Haben wir jetzt irgendwas aktiviert? Ich bin gespannt, was. Erstmal diesen. Wow, das war unlucky. Oh ja. Kleiner Mario, aber da ist wieder eine Adlerkappe. Meint es kleiner Wario? Wario, pardon. Wollte ich gerade sagen, also dann hat sich Mario ganz schön gehen lassen. Schlüssel. Und wieder zurück. Ja. Ist ein bisschen Backtracing mit dabei. Ist ja auch nicht verkehrt. Münze und
wieder diesen Schalter aktivieren, womit die Steine runterfallen. Und da ist, ich glaube, das wird zur Schatzkammer führen. Der Tyler sagt gerade oder fragt gerade, ob das nicht sogar ein Damage Boost war. Das kann tatsächlich durchaus sein. Also, dass er da mit Absicht sich hat treffen lassen, weil da oben ja eh wieder eine Kappe war. Also, ich kann es nicht beurteilen. Wie gesagt, ich habe mich für den 80% Run vorbereitet. Und der ist halt ein bisschen anders als der 100% Run. Aber wie man an Zeiten sieht, so viel länger ist der gar nicht. Im Grunde nein, ist also man macht nur hier und da ein paar Umwege. Genau. Um den Schatz zu kriegen. Aber ansonsten. Man sieht ja zwischendurch auch mal, wie viele Schätze das insgesamt sind. Jetzt muss es gleich wieder zu sehen sein. Und man sieht auch, wo man ist oder wie lang das Spiel ist. Wir haben jetzt gleich die Hälfte des Spiels erreicht. Ich habe auch die Hälfte der Schätze, also es passt auch ganz gut dazu. Ja. Die Wüstenwelt. Wo wir elegant knapp über diesen Hungengemäudern hinweg sprinten. Nehmen Level 1 Schatz, Korrektzeithalter. So, jetzt müssen wir diesen Sandhaufen ärgern und da kommt schon wieder ein Tornado und damit ist die Tür frei. Okay, wow. So. Okay, und hier kommt es halt auf das richtige Timing an, dann können wir immer zwischen den Gegnern hindurchspringen. Mhm. So, da haben wir wieder einen schönen Schlüssel gefunden. Ich finde es, also, das Spiel hat viele 3D-Spielereien, das gefällt mir. Also da hat man wirklich gemerkt, die Entwickler haben sich ihre Gedanken gemacht. Und vor allem sieht man daran auch, dass der Virtual Boy theoretisch tatsächlich gewisses Potenzial hatte. Das Problem war halt wirklich die Farbe und der Flimmerkasten, dass man halt die ganze Zeit gebückt spielen musste. Richtig. Also das Ding war tatsächlich auch viel zu schwer, um es die ganze Zeit wie eine normale VR-Brille zu tragen. Und es stand dann auf so einem Dreifuß drauf und dann hat man da halt immer so komisch gebückt, keine Ahnung, am Tisch gesessen, auf dem Stuhl gesessen und da reingeschaut. Als halt nach der Wii U die Konsole, die bei Nintendo, der 3DS ist die Konsole, mit der Nintendo am härtesten gefloppt hat und dann kommt halt die Wii U, die ja ebenfalls hart gefloppt hat. Meinst du, wer den Virtual Boy, nicht den 3DS? Also ich sag's nicht, um dich zu ärgern, sondern nur, damit die Zuschauer nicht verwirrt sind oder so. Ist auch nicht krumm. Ich meine, ich merke einfach, Metal Gear Ghost Bubble hat mein Gehirn herausgefordert hat. Ja, gut. Und aber, hallo. Und hallo, Pew Pew. Pew Pew. Oh, ja. Der Name gefällt mir. Und ouch, Mondschein. Unter die Gürtellinie. Im wahrsten Sinne des Wortes. No comment. So, nächster Boss. Ja, dieser Fischboss zerstört den Boden. Und wir können ihn nur dann treffen, wenn er halt jetzt hier in unserer Nähe ist. Und dann springen wir halt auf den Kopf. Also wenn er so auftaucht. Mhm. Naja, es gibt den Game Boy, es gibt den Game Boy Color, es gibt den Game Boy Advance. Game Boy Micro gab es ja auch. Ich wollte gerade sagen, wenn man den als einzelne Konsole dazuziehen will, dann auch den Game Boy Micro. Wobei, der ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen gefloppt. Jein, also es war eine interessante Alternative für einige Leute, aber halt definitiv nichts Massentaugliches. Ja, und dann gab es ja noch den Game Boy Advance SP. Doch da gilt wieder, wenn man es als eigene Konsole sehen will. Mhm. Und erst danach gingen dann die Game Boy Sachen zur Neige, dann kam ja der DS. Der Virtual Boy wäre technisch gesehen jetzt, oder ist technisch gesehen auch kein Game Boy gewesen. Ist eine eigenständige Plattform. Genau. Und da haben wir den Bus besiegt. GT. Oh. Also ich bin mal gespannt, was da am Ende rauskommen wird. Also was Mario erhalten wird. In Game Boy Wario Land war es ja so, dass nicht nur auf die Schätze drauf ankam, sondern oft auch das Geld. Genau. Die Schätze halt einiges einbrachten
finanziell. Aber gleichzeitig man auch gut Geld besitzen musste, um den Planeten am Ende zu haben. Achso, konnte man da den Planeten sogar haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn du volles Geld hattest, den Planet, ja. Ah, okay, cool. Also auch das geringste Schloss, in Anführungsstrichen, ist so ein Baumstumpf gewesen. Also so ein dicker Schämmer. Baum. Und Mario blickte dann so traurig dran und dann... Oh Gott, ich habe Wario Land gelebt. Oh, war ein schönes Spiel auf alle Fälle. Ja. So, Schlüssel einsammeln. Und weiter geht es im Takt. Die Melonen nutzen wir dann gleich, um wieder diesen Schalter zu aktivieren, weil wir das Timing gut abpassen müssen. Ja, ich glaube, da hat er schon von Anfang an gemerkt, dass das Timing nicht stimmte. Nee, er muss alle Schalen füllen. Ach so, ah ja, ich sehe es gerade. Naja, du konntest ja quasi cheaten. Es gab ja einen von Nintendo vorgegebenen Code. Beim Start-Select ein paar Mal drücken und dann konntest du ja halt einstellen, wie viel Geld du jeweils im Level hattest. Und du konntest ja auch, und teilweise gab es ja auch Stellen, wo du Geld richtig cheesen konntest, wo es halt Gegner gab, diese Steinblöcke, wenn du da einen Gegner runterwarfst und der wurde zerdeppert, dann hast du eine Münze im Wert von 25 einzelnen Münzen erhalten. Ah, okay. Und damit konntest du halt das... Ja, Start 16, Select, ja. Default. Ja, Miniboss. Ach, die kennen wir doch auch. Im Prinzip einfach nur diese lächelnden Gesichter draufwerfen und dann ist der Boss auch schon erledigt. So, wir haben jetzt die Flamme. Die brauchen wir. Mindspace möchte zwei Rogue Company Keys, Beta Keys mit uns teilen. In Ordnung für dich? Nee, sorry. Nicht okay. Das ist mir nicht koscher. Nicht so einfach nur im Chat, sorry. Also, wenn das ein ernstes Angebot ist oder so, bitte via E-Mail. So, wir sind im, das sieht irgendwie nach einem Haus aus, ne? Ja, das ist auch ein Haus. So, da sammelt er jetzt die Adlerkappe ein, die er eben schon vorbereitet hatte. Lichtermasken erinnern mich dann, was geht ab? Genau. Ich frage mich, ob es auch hier bei den Hüten Rangfolge gab. Also ich weiß, zumindest meine ich das, du konntest halt von Stier auf Jet... Von Jet auf Drache. Und Drache war dann halt so ziemlich das Stärkste, was du halt hast, und konntest keine andere Maske dafür auswählen. Ach so, musstest dich quasi dann einmal treffen lassen. Ich meine, irgendwas das wäre da gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. So, nächsten Schlüssel benutzt. Wir können wieder einen Aufzug hochfahren. Ja, und noch. Ich schätze, 5-4 Stages. Hi. Ja. Also zumindest wurde das ja vorhin gesagt, in jedem Level ein Schatz. Ja, und dann gibt es halt noch den finalen Boss. Hm? Da haben wir uns, glaube ich, bewusst treffen lassen. Okay. Smax, ich habe das halt in Erinnerung gehabt. Jetzt hat es aber ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich gewusst. Ist bei mir halt auch schon wieder ewig her. So, jetzt sind wir halt Standard Mario. Das war, glaube ich, nicht so vorgesehen. Ja gut, dann sind wir jetzt wieder Standard-Vario. Ja. Dabei wollte ich da irgendwie ein... Ja, jetzt hat er die Adlerkappe. Ja, Knoblauch machte dich groß und dann halt die anderen Hüte, aber die anderen Hüte konnten dich gleich ganz groß machen und dir eine spezielle Fähigkeit geben. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und so werden wir immer auf das Vario Land abschweifen, aber... Der Vergleich bietet sich halt an. Genau. So, jetzt fehlt uns übrigens noch ein Schatz, weil wir eben gerade noch mal einen eingesammelt haben. Und ja, dann ist es auch gleich vorbei. Das sieht man ja auch an der Estimate. Oder an der aktuellen Zeit im Vergleich zur Estimate. Ja. Also hoch und Schlüssel. Er ist gut unterwegs. Jo.
Also er wurde, also er hat ein, zwei Mal, glaube ich, versehentlich seine Kappe verloren. Ja, das waren dann immer nur, weiß ich, ein paar Sekunden Verlust, wenn überhaupt. Noch ein Schatz. Genau. Aber erstmal den Bosskampf. Und dieser Wächter spuckt Flammen und wie üblich springen wir ihm auf die Unterseite. Genau, in Varuland gab es den Jethelm statt dem Adlerhelm. Der hat noch ein kleines bisschen anders funktioniert, war aber im Grunde ja so in etwa dasselbe. Dem konnte man halt nur horizontal dann fliegen. Eine kurze Zeit. Ah, ich habe immer den Stierhelm genommen, weil der einfach so sau. Mit dem Stierhelm konntest du halt einfach Steine mit einem Kopfschlag zerdeppern. So. Weltrekord 23.09.09 Realtime und 20.57 im Game. So, wir sind jetzt seit dem Hintergrund und müssen diesen Boss fertig machen. Und dazu verhindern wir, dass dieser Boss in seinen Mech einsteigen kann. Und das war's. Okay, cool. Und es regnet wieder Münzen. Ware da einfach stehen bleiben kann. Na, okay. Oder auch nicht. Wenn da Münzen runterfallen. Ja, aber es sind ja nicht auf die, so sehr auf die Münzen an. Man sieht ja, ja mit klar. Ein paar, aber jetzt nicht so religiös. Dabei muss ich glaube, er versucht am Ende über eine bestimmte Summe zu kommen. Ich glaube, vierstellig, aber ansonsten. So, dann nähern wir uns jetzt endgültig dem Ende. Münzen, ja. Genau. Wo sind das jetzt? Muss ich mal kurz gucken. Ach, GDQ-Coin, cool. Der letzte Schatz. Und wir müssen jetzt durch diese Teilen oder so kommen, ohne getroffen zu werden. Okay, und hier gibt es jetzt irgendwie ein Sequence Break. Ach so, da oben in die Röhre. Da sind wir jetzt reingekommen, indem wir vom Gegner hochgehüpft sind oder auf den Gegner gesprungen sind. Mhm. Und das sollte so eigentlich gar nicht sein. Okay, gut zu wissen. Also so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Ich finde, der Stage ist auch interessant Design. Man sieht ja im Hintergrund diese ehemaligen Bosse. Mhm. Man denkt, okay, wäre der Boss Rush oder so? Nee. Einfach nur Deko. Okay. Und da haben wir es geschafft. Der jetzt noch den letzten Schatz zeigen soll? Das habe ich dann gar nicht mitbekommen. Hat er direkt zu Anfang des Stages. Ach so, ah ja, spätestens hier hätte ich es auch gesehen. Da sind aber ein paar interessante Schätze dabei. Ein Apfel, wahrscheinlich ein goldener Apfel. Ja, so, Rakete. Ach, und in dem Fahrstuhl können ihn die Geschosse offenbar nicht treffen. Ja, das ist auch interessant. Oh. So, auf geht es zum finalen Boss. 5 Treffer, dann ist Finale. Und der Boss hat eine Schwachstelle und die sieht man von Anfang an. Abwarten. Er hat einen Riesenzinken. Ach so, ah ja, okay. Ja, spätestens hier hätte ich es jetzt gesehen bei dem Flackern, weil die Nase halt nicht mitflackert. Hochspringen und Treffer. Und Nagakuga, da würde ich so mehr oder weniger widersprechen. Bei der Konsole selber hatte Nintendo ja überhaupt nicht die Finger mit dem Spiel. Die haben halt die Lizenzen für Zelda und Mario dafür gegeben. Ja, und die Spiele wurden nicht von Nintendo selber entwickelt. Das merkt man denen auch an. Oh ja. Und das ist GG. 21,29, aber 20 Sekunden, glaube ich, nur über den Weltrekord. Wobei, mich würde jetzt tatsächlich mal die Ingame-Zeit interessieren. Ich weiß halt nicht, wie die überhaupt sehen. Ja, gut. Aber 20,57 wäre Ingame-Time der WR.
Aber Realtime ist auf alle Fälle gerade mal 20 Sekunden drüber. Abgesehen von den, ich glaube, wie gesagt, zwei versehentliche Treffer waren es. Abgesehen davon, ja, keine Fehler. This is sort of the best ending that you can get for normal mode. Now, once you beat this game 100%, there's also expert mode. Ja gut, okay, das stimmt natürlich, Smax. Also dadurch hatte sich das dann das SNES-CD-Laufwerk erledigt. Also die Nintendo PlayStation, aus der dann später die Sony PlayStation wurde, der große Konkurrent. Yes, 23-29. Trommelwirbel, genau. Und Coins. Der Schiffrolle. Die Geistflasche. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht wird er wirklich noch eine Ingame-Zeit angezeigt. Ich hoffe es einfach mal. Weil ich glaube halt nicht, dass ein